zu malen begonnen habe, habe ich eigentlich ganz bewusst weder von Kunstgeschichte noch von der Tradition und der Kultur meiner Eltern irgendetwas wissen wollen. Es war für mich aufregend und interessant, wie ein autistisches Kind zu beginnen. Ja? Und das, glaube ich, ist wahrscheinlich das Wesentliche einer relevanten Kunst, dass der Künstler eine gewisse Autarkie hat. Ja? Das heißt, da muss er riskieren, aber dass er bekämpft wird, dass er verkannt wird, dass er verachtet wird, dass er als lächerlich darstellt. Und das ist ein interessanter Prozess. Man muss diese Position durchhalten. Das ist ganz wichtig. Ja? Die Technik, die ich verwendet habe, die sehr realistisch ist, hat vor allem die Kunstszene provoziert, weil das nicht erlaubt war, verboten war. Die erste Ausnahme war der amerikanische Fotorealismus, der aber durch seine Kälte und Distanz und durch den Umstand, dass man ein Foto einfach haargenauso, irgendein unbedeutendes, unwichtiges Foto, genauso sehr groß vergrößert, mühsam nachmalt, hatte schon wieder etwas Konzeptionelles, Eigenartiges, durch was gerade noch erlaubt. Aber eine Kunst, die auch narrativ ist, Inhalte vermittelt, Empathie hat oder emotional ist, das ist etwas, was in der Kunstszene äußerst misstrauisch betrachtet wird. Zum Erstaunen der Leute hier haben immer wieder Besucher sind vor Bildern gestanden, haben geweint. Ja? Und das ist etwas, was in der zeitgenössischen Kunst völlig unüblich ist, auch gar nicht erwünscht ist, muss man sagen. Das passiert aber hier. Ja? Leute reagieren äußerst emotional auf meine Kunst, weil es irgendetwas anspricht oder in irgendwelche Bereiche der Psyche, des Unterbewusstseins dringt, wo man sonst nicht so leicht hinkommt. Marcel Duchamp, der sagt, die Kunst ist ein zweipoliges Produkt. Das heißt, 50% ist der Macher, der Künstler und 50% das Publikum. Und er sagt, das, was zwischen diesen beiden Polen stattfindet, ist sowas wie Elektrizität. Und das ist auch das, was meinem Kunstbegriff am nächsten kommt. Ja. Wobei auf das Missverständnis besteht, dass ich irgendwie so besonders fasziniert bin von realistischer Malerei. Ich bin das überhaupt nicht. Das interessiert mich im Gegenteil gar nicht. Auch die technischen Aspekte von Malerei interessieren mich eigentlich nicht. Aber für das, was ich, für das Konzept meiner Kunst, war eine extrem realistische Darstellung notwendig. Es ist interessant, dass Schiele in seinem Manifest 1914, wo er definiert, wie der Neukünstler sein muss, da sagt er, dass das Nachfühlen des künstlerischen Erlebens, das Nachfühlen durch das Publikum wichtig ist. Und er sagt, und das findet in Ausstellungen statt. Und die Ausstellung ist unverzichtbar. Und das ist ein visionärer, ganz wichtiger Satz. Man darf nicht vergessen, bis dahin war Kunst etwas für die Elite. Das hing in Palästen, in Kirchen und später in den bürgerlichen Salons. Die Albertina ist irgendwie sowas wie Heimat für mich. Ich habe hier meine ganz früh schon 1979 eine Ausstellung gehabt mit Zeichnungen und dann nochmal 85, glaube ich. Und dann zum dritten Mal ist diese Retrospektive kürzlich, die dem Haus einen Besucherrekord für den lebenden Künstler gebracht hat, mit 250.000 Menschen. Und das war für mich ein wichtiger Augenblick zu sehen, wie emotional berührt die Menschen waren und wie sie auf diese Bilder reagiert haben, sodass ich mir gedacht habe, das ist der richtige Platz für meine Bilder. Weil da ein Raum ist, der außerhalb des kommerziellen Getriebes, des Lärms, dieser Konsumindustrie, fast wie ein sakraler Raum, in dem alles draußen bleibt. Und in diesen leeren großen Hallen dann der Künstler seine Aussage machen kann und Menschen können damit konfrontiert werden.